Hiho und willkommen zurück hier bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf Bonus. Ja, Bonusparts. So, ja, beim letzten Mal will ich jetzt nicht sagen, also ich lasse das glaube ich auch weg. Wir machen ja hier nur Bonus, das heißt also auch beim letzten Mal, so wie beim allerletzten Mal und beim davorletzten Mal, haben wir ja ein bisschen die Leute angesprochen, um noch alle Rätsel zu lösen. Um auch die Bonussachen euch, und damit ich euch nochmal die Bonussachen zeigen kann, beziehungsweise damit wir hier mal alles gelöst haben. Entschuldigt bitte, ich will euch nicht aufhalten, aber könnt ihr mir vielleicht ein Rätsel lösen? Natürlich, erzählen Sie doch mal. So, Herr Faulpelz. Okay. Uwe, vor dir sitzt der faulste Mann der Welt. Weit und breit bekannt für seine Abneigung gegen körperliche Aktivität hat dieser Schneckerich sein Haus so eingerichtet, dass er alles von seinem Sessel aus erreichen kann. Ausgefallene Gerätschaften wie Angeln, Teleskoparme und starke Magneten helfen ihm dabei. Nur einen Ort kann er trotzdem nicht erreichen, ohne seinen Hintern zu bewegen. Welcher ist das? Verschiebe den Kreis. Okay. Also den Kreis, da muss ich dann nehmen, okay. Also, Vollsitz, der faulste Mann der Welt. Weit und breit bekannt für seine Abneigung gegen körperliche Aktivität, hat dieser sein Haus so eingerichtet, dass er alles von seinem Sessel aus erreichen kann. Ausgefallene Gerätschaften wie Angeln, Teleskoparme, starke Magneten helfen dabei. Nur einen Ort kann er trotzdem nicht erreichen, ohne seinen Hintern zu bewegen. Welcher Ort ist das? Naja, es gibt da verschiedene Sachen, die ich gerne sagen würde, also als Antwort geben würde, aber ich soll ja den Kreis dorthin setzen. Also es gibt einmal das Schlafzimmer, ne, wenn er schlafen gehen will, muss er aufstehen, dann das Bad gibt es, also wenn er auf Toilette will, muss er aufstehen, dann, was man ja auch auf dem Tisch sieht, so, ne, der hat ja da so eine Teekanne, Brot und was weiß ich, also das heißt die Küche. Wenn er sich aus der Küche was machen will, muss er aufstehen. Einen Ort kann er nicht erreichen, ohne seinen Hintern zu bewegen. Ich könnte mal gucken auf dem Bild, was auf dem Bild man denn markieren könnte. Was denn damit gemeint sein könnte. Man kann auch hier das Bild nicht bewegen, ne? Ne, man kann mit dem Bild nichts machen. Ich nehme mal kurz einen Hinweis, um nur zu wissen, worauf das Spiel hinaus will. Normalerweise muss man sich hinstellen, wenn man es erreichen müsste. Dass sich weit oben oder weit entfernt befindet, aber dazu hat der faule Strick ja seine Erfindungen. Suche also nicht oben nach der Antwort. Oh, das ist mir schon klar. Es gibt viele Orte im Raum, die ein normaler Mensch nicht erreichen könnte, ohne aufzustehen. Aber unser Sportsfreund hier hat keine Mühe, sich quer durchs Zimmer ein Buch zu angeln oder eine Schublade zu öffnen. Wo kommen seine Werkzeuge nicht hin? Es mag so scheinen, als sei die Reichweite von Herrn Faulpelz unbegrenzt, aber sei sicher, da gibt es eine Gegend,
an die er im Sitzen nicht herankommt. Überlege Folgendes. Kannst du im Stehen deine Fußsohlen erreichen? Technisch ist das möglich, wenn du auf einem Bein stehst, aber du weißt sicher, was gemeint ist. Ist der Sessel gemeint? Wer auf dem Sessel sitzt, kann er den nicht erreichen? Here's my answer. Okay. Another puzzle solved. Stimmt genau, unter seinem Sessel kann er nicht greifen, ohne seinen Hinterteil zu lüpfen. Aber wenn Angel, Teleskop, Arm und Magnet wirklich so gut funktionieren, wie es scheint, wird sich diese Träne wohl wirklich nie mehr aus dem Sessel schälen. Oh Mann, das war so dumm, das Rätsel. Aber naja, egal. Ach so, geht das also? In meiner Glanzzeit hätte ich dieses Rätsel im Schlaf lösen können, aber hey, ich denke, ich werde alt. So kriegt Layton mal, der Professor mal wieder eines der Möbelstücke. Mal gucken, wer sich jetzt fühlt. Mit dem Hocker. Und jetzt war ein Tisch sogar, ne? Der runde Tisch passt perfekt zu einem runden Hocker. Genau, so. Na gut. So, hat er noch ein Rätsel für uns, der nette Herr? Schauen wir mal nach. Hallo nochmal, wollt ihr noch einen Blick auf den Schreibtisch werfen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollten wir mit dir reden, aber naja, das hat sich jetzt erledigt. So, dann können wir hier nochmal raus. Können hier draußen noch mal mit den Leuten reden, ne? So langsam erreichen, haben wir ja schon fast jeden Ort hier erreicht. Das heißt, wir müssen bald auch alle Rätsel hier in der Stadt gelöst haben. Guten Tag, die Herren. Wir laufen die Ermittlungen. Es ist sicher langweilig, den ganzen Tag Fragen zu stellen. Wie wäre es zur Abwechslung mit einem Rätsel? Also mal Fragen gestellt bekommen. Wahrheit und Lügen. Hier ist ein berühmtes Rätsel. Lediglich eine dieser drei Personen sagt die Wahrheit, die anderen beiden lügen. Kannst du anhand ihrer Aussagen herausfinden, wer die Wahrheit sagt? So, A sagt, ich lüge nie. B sagt, A lügt, ich sage dir die Wahrheit. Und C sagt, B lügt, ich bin der Ehrliche von uns. So, das Rätsel ist auch wieder so lösbar, indem man halt davon ausgeht, dass wirklich einer die Wahrheit sagt. Und zwar, wenn A die Wahrheit sagt und sagt wirklich, ich lüge nie. Ne? Und B sagt, A lügt. Ich sage hier die Wahrheit. Dann sagt B ja theoretisch, weil er ja lügt. A sagt die Wahrheit. Ich lüge hier. Und C sagt, B sagt die Wahrheit. Ich bin der, ich bin der, der lügt von uns so. Aber das würde ja nicht hinhauen, ne? Da sie sich ja gegenseitig beschuldigen. Da ja, er sagt A lügt und der andere sagt B lügt. Kann das halt nicht hinhauen. So gehen wir mal davon aus, B sagt die Wahrheit. Ne, wenn wir davon ausgehen, so B ist jetzt der, der die Wahrheit sagt und sagt, ah, lügt, ich sage hier die Wahrheit. Dann müssen wir A mit seinem Ich lüge nie lügt und heißt natürlich dann, er lügt die ganze Zeit. Und C müsste ja dann demnach auch lügen. Ne, was wurde gesagt? So, nur einer sagt die Wahrheit. Und da C sagt, B lügt, das heißt also B sagt die Wahrheit. Ich bin ein Lüger, Lügner. Das würde hinhauen, also könnte B die Wahrheit sagen. Jetzt gehen wir davon aus, dass C die Wahrheit sagt. Ne? Wenn wir mal so davon ausgehen, C sagt die Wahrheit. Das heißt also A, der sagt, ich lüge nie, lügt. B, der sagt, A lügt. Würde ja eigentlich damit ja die Wahrheit sagen, weil A lügt ja wirklich.
Weil damit würde er ja wieder sagen, ah, lügt. Im Grunde, weil er selber lügen würde, würde er sagen, ah, sagt die Wahrheit. Und damit ich sage, hier die Wahrheit stimmt ja dann nicht, weil er lügt ja. Das heißt also, nur B kann das sein, weil sonst A und B sich gegenseitig ausmerzen. Also kann nur B die Wahrheit sagen. Wenn ihr mir da so weit folgen konntet. Ich hoffe ja. Ich habe es versucht zu erklären, aber hier das Rätsel erklärt es ja nochmal. Von selbst. Stimmt genau, B sagt die Wahrheit. Die Aussage von B ist der einzige Fall, in dem die Voraussetzung zutrifft, dass nur eine Person die Wahrheit sagt. Wenn A die Wahrheit sagen würde, müsste C's Aussage, dass B ein Lügner ist, ebenfalls wahr sein. Wenn andererseits C die Wahrheit sagen würde, müsste auch B's Aussage, dass A ein Lügner ist, wahr sein. In beiden Fällen würdest du mit zwei ehrlichen Leuten und nur einem Lügner dastehen. Folglich kann nur B die Wahrheit sagen. Ja, so wie ich das auch ungefähr versucht habe, gerade zu erklären. Offensichtlich war das viel zu einfach für euch. Wissen Sie, ich schreibe gerade an einen Kriminalroman und Sie sind die Vorlage für die Hauptfigur. Deswegen beobachte ich Sie so genau. Je mehr ich über Sie erfahre, desto besser. Also, viel Glück bei Ihrer Sache. Ich werde Sie im Auge behalten. So, eine Leselampe. Auch nochmal bekommen. Gucken wir uns natürlich auch gleich mal an. So, Leselampe, wo ist sie da? Ah ja, eine Lampe, sie ist allerdings etwas hell, finde ich. Okay. Sag genug. Damit ist mein Zimmer gleich viel heller. Aber irgendwie scheint keiner von beiden so wirklich daran Interesse zu haben. Naja, gucken wir mal weiter nachher. Mit den Möbeln ergibt sich da irgendwie auch noch nicht so viel, ne? So, komm, reden wir Percy nochmal an. Vielleicht hat er noch was für uns. Lasst euch von meinem penetranten Blick nicht beunruhigen. Das ist das untrügliche Auge des Romanschriftstellers, so. Man hört nichts Gutes über diesen Turm, er ist ziemlich gruselig, ich würde ihm lieber fernbleiben. Okay, mehr hat er nichts zu sagen. Ich wollte ihn nicht anklicken. Sorry. Ich wollte hier nur in der Gegend rumgucken. Okay, haben wir auch nichts mehr. Also ich würde sagen, ich gehe dann mal ganz kurz nochmal zum Eingang. Ach nee, da war ja noch ein Türmoment. Und dann mache ich jedes Bild fertig. Gehen wir nochmal in die Tür rein. Nein, ich wollte nicht raus. Nein! Und wieder rein. So, hier war aber nichts drin dann, wie ich jetzt vernommen habe. Na gut, reden wir mal mit ihm. Vielleicht hat er noch ein Rätsel für uns. Ich verwalte den Zu- und Wegzug. Den Zuzug und Wegzug, oder wie soll das jetzt heißen? Na egal. Der Anwohner von Saint Mystère. Ich mache somit verbindlich, wer hier ansässig verweilen darf und wer verschwinden muss. Wenn ihr in diesem Amt verweilen wollt, rate ich euch, die Lösung dieses Rätsels zu beglaubigen. Wie viele Quadrate? Schon wieder sowas. In diesem Brett befinden sich 12 Nägel. Du sollst sie so miteinander verbinden, dass so viele Quadrate wie möglich entstehen. Du darfst einzelne Nägel mehrfach umspannen und die Quadrate können beliebig im Raum ausgerichtet sein. Allerdings muss jeder der vier Ecken eines Quadrates um einen Nagel gespannt sein. Wie viele verschiedene Quadrate kannst du finden? Jetzt muss ich mir überlegen, was damit gemeint ist. Allerdings muss jede der vier Ecken. Muss jede der vier Ecken eines Quadrates.
Hä? Ich verstehe gerade nicht, wie das gemeint ist. Du darfst einzelne Nägel mehrfach umspannen und die Quadrate können beliebig im Raum ausgerichtet sein. Allerdings muss jede der vier Ecken eines Quadrates um einen Nagel gespannt sein. Heißt es also, dass wenn ich ein Quadrat jetzt gemacht habe, wie gerade eben, dass diese Ecken nicht mehr benutzt werden dürfen? Das ergibt keinen Sinn. Also hier hätte ich schon mal eins. Das wäre jetzt 3 insgesamt. Da muss man überlegen, wie das gemeint ist. So, darf man jetzt an den jeden Ecken nur... Das ergibt aber keinen Sinn. So, es stand da, man darf so viele Nägel wie möglich umspannen, dann jede Ecke muss einen Nagel da haben. Hä? Natürlich, ist doch logisch. Ich meine, wie soll ich denn sonst die Sachen da umspannen? Das ergibt keinen Sinn. Lalala. Okay. Gehen wir mal davon aus, so wie ich das hab. Ich mach das, ich ignoriere jetzt mal das mit dem. Allerdings muss jeder der vier Ecken eines Quadrates um einen Nagel gespannt sein. So, ich weiß halt nicht genau, wie das gemeint ist. Ich werde es einfach mal so machen, wie ich es verstanden habe. So, jetzt habe ich hier schon mal 3. So, 4. Das sind die ersten 4 mögliche. Dann würde ich mal sagen, machen wir so auf ganz leicht. 1, 2, 3, 4, 5. Hätten wir 9 insgesamt. Und dann kann man ja noch schräg machen, ne? Das wäre, glaube ich, ein großes. Ich glaube. Dann können wir noch ein großes machen. Dann mit 2, das wären insgesamt 11. Das in der Mitte hier, das hatten wir hier schon, glaube ich, ne? Das hatten wir bei den anderen. 11. 11.
hätten wir jetzt insgesamt. Das erste waren 4, das zweite 5 und jetzt konnten wir hier 2 große machen. Ich gebe jetzt einfach mal ein, ansonsten probiere ich jetzt durch. 11 können wir mindestens machen. Und ansonsten mache ich jetzt gleich 12. Oh, siehst du, war auch schon richtig. Obwohl 11 ist eine komische Zahl ist halt. Ja, genauso wie wir es gerade getestet haben. Gute Arbeit, war echt schwer, die beiden größten Quadrate zu entdecken. Das ging eigentlich. Ich war bloß wegen der Fragestellung da verwirrt. Aber naja, egal. Lassen wir das einfach. Eine vollauf verwertbare Antwort. Ich will eure Aufenthaltsbesuch somit zwischenzeitlich ratifizieren. Ich rate allerdings zum sofortigen Abdampfen nach Abschluss eurer hier veranschlagten Tätigkeiten. Und ein Grammophon. Dann der Professor. So langsam kriegen wir echt viele Sachen für die Pension, ne? Aber bringt alles nicht so viel, weil irgendwie steigt das bei den beiden nicht. Ich freue mich schon, die neuesten Kanons in Brillante Mono zu hören. Ja, das ist so in der Tat ein Grammophon. Daran besteht kein Zweifel. So. Hätten wir das auch erledigt. Gut, dann hat er noch eins für uns eventuell. Meine stete Umsicht gestattet der Baronin eine gütliche Lebensführung in der Ortschaft oder in dieser Ortschaft. Bei eurer nächsten Zusammenkunft. Jetzt habe ich das aus dem weggeklickt. Moment. Sehe sich nochmal vor. Ja, bei eurer nächsten Zusammenkunft rate ich euch zur unbedingten Vorbringung dieses Umstandes. Okay. Interessant. So. Jetzt gehen wir mal aber einmal raus. Gucken nochmal hier so nach, aber hier scheint ja nichts weiter zu sein. Gut, dann reden wir nochmal mit der Beatrice. Im Raum hier ist ja nichts mehr. Oh, halli, hallo, Professorchen. Habt ihr es geschafft, den Ganoven für mich aufzuspüren? Ja, haben wir eigentlich. Aber, musst du leider ein andermal erfahren, da wir hier in der Vergangenheit sind oder so. Gut, hier sind wir wieder draußen. Hier ist das Leighton-Mobil. Nicht mal das Leighton-Mobil würde es über diesen Fluss schaffen, oder? Nun, so sehr ich das gute Stück auch schätze, es ist und bleibt mal bei deinem Auto. Luke, das erinnert mich an ein sehr interessantes Autorätsel. Versuch es doch einmal. So, nehmen wir natürlich wie immer auch mit, ne? Zugeparkt. Achso, was ist das? Das Leighton-Mobil, na gut, das kennen wir ja schon. Das Leitmobil des Professors ganzer Stolz ist übel zugeparkt. Der Professor aber muss unbedingt runter vom Parkplatz. Es ist so eng, dass sich jedes Auto zwar nach vor und zurück bewegen kann, aber nicht mehr lenken. Bewege die Autos mit dem Touchpen und befreie das des Professors roten Liebling. Wird nicht so schwierig, wie mir scheint. Thank you.
So, haben wir zwar 32 Züge gebraucht, aber egal. Geht ja um die Lösung, ne? Verkehrstechnische Meisterleistung. Jetzt versuch das Rätsel in so wenigen Zügen wie möglich zu lösen. Wenn du richtig gut bist, hast du es in 14 Zügen geschafft. Ja, das müssen wir aber nicht, weil das gibt auch keinen extra Punkt oder sowas. Nun, das Rätsel ist damit gelöst. Ich frage mich allerdings, wann ich wieder zu meinem Auto kam. Und wir haben ein seltsames Bauteil wiederbekommen. Die wir ja auch nicht vergessen dürfen, ne? So, jetzt fehlt dem Hund nur noch ein Ohr. Weil, wie ich ja schon beim anderen Part mal, beim letzten Story-Part gesagt habe, fehlt da noch ein Bein und so. Gut, drehen wir das Auto nochmal an, immer alles ein bisschen zweimal anreden, ne? Weil manchmal haben die Leute ja noch was, nicht mal sehr mobil, wenn wir das schaffen, oder? Okay, das war nur dasselbe. Also, ob die beiden noch zu sich selbst was sagen. Sowas. Wer würde einfach so die Zugbrücke hochkurbeln? Diese Brücke scheint der einzige Weg aus Hennister zu sein. Wie es aussieht, können wir das Dorf fürs Erste nicht verlassen. Oh weh. Und niemand weiß, wo die Kurbel für die Brücke geblieben ist. Abwarten und Tee trinken, mein Junge. Lass uns im Moment einfach unsere Ermittlungen weiterführen. So, das hätten wir dann auch erledigt. Hier haben wir auch alles gelöst. Ja, so langsam gibt es halt kaum noch Umgebungen, wo wir hin können. Deswegen passt das so gut. Baronin Daya ist reizend, nicht wahr? Ja, das ist sie. Ein tolles Mädel. Sie ist wirklich umwerfend. Frauen wie sie sind sehr selten. Das sage ich euch. Sehr selten. Na gut, hier können wir wieder zurück, okay. Dann gehen wir mal hier rein. Und schauen mal, ob wir hier noch was finden. So, nochmal eine Kerze. Nochmal so ein Kerzenrätsel wahrscheinlich, ne? Oh, sieh mal, Luke, eine Kerze. Die erinnert mich an ein Rätsel. Kennst du das hier schon? So, was zuerst? In deiner Hand hältst du ein Streichholz. Es ist das letzte aus der Schachtel. Du willst nun dein Zimmer mit einer Öllampe erhellen. Dich an ein Feuerchen im Kamin wärmen oder dir Badewasser heiß machen. Um das alles zu schaffen, was musst du zuerst anzünden? Das ist leicht. Das ist das Streichholz. Das ist eines der ältesten Rätsel der Welt, so gesehen. Was tust du zuerst? Ja, das Streichholz natürlich erstmal anmachen, bevor ich überhaupt was machen kann. So, stimmt genau. Das erste, was du anzünden musst, ist natürlich das Streichholz selbst. Wie solltest du dich ohne Feuerquelle um Lampe und Kamin und Badewasser kümmern? Das stimmt. Sehr gute Arbeit, Luke. Du hast das Rätsel gelöst. Ich sehe hier gerade niemanden im Laden. Vielleicht sollten wir uns fürs Erste woanders umsehen. Und ein Bett. Da der Professor ja noch keins hat, gehe ich mal stark davon aus, dass das sein Bett wäre. Das sehen wir jetzt ja mal nach. So, mal sehen, was er zu dem Bett sagt. Die Lackierung des Rahmens ist wirklich herrlich. Ja, das passt ja doch dann ganz gut. So, gucken wir mal. Dennoch sind sie beide relativ unzufrieden. Aber egal. Ich denke mal, das legt sich dann noch. Wir haben auch bis jetzt schon 100 Rätsel entdeckt, noch 100 gelöst. Hier war noch eins versteckt, genau. Deswegen immer die Umgebung ein bisschen besser angucken, ne? Die Süßigkeiten sehen wirklich sehr lecker aus, nicht wahr? Luke, das erinnert mich an ein süßes Rätsel. Pass gut auf. Na dann bin wir mal gespannt, was für süße Rätsel der Professor hier so parat hat. Du hast 10 Bonbongläser mit jeweils 50 Bonbons.
Diese füllst du in einen kleinen Beutel und versuchst dabei, je ein Glas auf zwei Beutel zu verteilen. Am Ende hast du 20 Beutel voller Bonbons. In Prozent ausgedrückt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich in jedem Bonbonbeutel durchschnittlich 25 Bonbons befinden? Gib also die Zahl der Prozente ein. Also, ich habe 10 Bonbongläser. Mit jeweils 50 Bonbons. Diese füllst du in einen kleinen Beutel. Versuchst dabei, je ein Glas auf zwei Beutel aufzuteilen. Am Ende hast du 20 Beutel voller Bonbons. Wenn man jetzt so überlegt, ich habe ja 10 Gläser. Ne, du hast ja 10 Bonbongläser mit jeweils 50 Bonbons. So, diese füllst du in einen Beutel und versuchst dabei, je ein Glas auf zwei Beutel zu verteilen. Das heißt, ich versuche 25 Bonbons in jeweils einem Beutel halt zu haben. Am Ende habe ich 20 Beutel. Und in diesen sind jeweils 25 Bonbons drin. Ja, und das ist eigentlich 100, ne? Weil durchschnittlich. Es wären eigentlich 100%. Wenn man die wirklich aufteilt, wenn man 50 hat. Und diese auf zwei Bonbons auf zwei Beutel aufteilt, hat man ja immer die Hälfte drin, deswegen. Sehr gut, du hattest 10 Gläser mit dir 50 Bonbons, also insgesamt 500 Bonbons. Diese 500 hast du auf 20 Beutel verteilt, daher erhalten die Beutel natürlich durchschnittlich 25 Bonbons. Ich habe das eigentlich anders gerechnet, aber egal. Genau, wenn du einmal erkennst, was genau mit dieser Frage gemeint ist, ist das Rätsel schnell gelöst. Und ein seltsames Bauteil haben wir wieder gekriegt, welches ich auch gleich einsetze, und dann ist auch unser Hundi komplett. Was ganz cool ist, dann sehen wir ja mal schon mal das Erste. Zack, was passiert, und jetzt bellt er einmal. Fertig, der kleine Roboterhund ist zusammengebaut. Wir müssen ihm nur noch einen Namen geben. Ich habe das Gefühl, er wird sich noch gut bewähren. Übrigens, Luke, ich habe zu diesem Anlass noch ein Geschenk für dich. Schalte dein Nintendo 3DS kurz aus und starte das Spiel dann erneut. Wähle auf dem Titelbildschirm Bonus. Um eine feine neue Herausforderung zu entdecken. Vergiss aber nicht, zuerst deinen Fortschritt zu speichern, bevor du dein 3DS oder dein DS-System ausschaltest. Das Haus des Erfinders steht nun in Leydens Aufgaben zur Auswahl. So, und den Namen des Hundes sollen wir hier eingeben. Wie nennen wir denn den Hund? Ja, wir mal Rob wegen Roboter und so. So, genau, und dann haben wir jetzt diesen Hund nämlich. Wenn ich jetzt auf Bauteile klicke, sieht man, dass Rob fertig ist. Und was Rob so kann, das sehen wir jetzt auch mal gleich kurz in der offenen Welt. Kann ich auch nochmal zeigen. So, wenn wir jetzt nämlich hier die ganzen Rätselbildschirme abgehen. Ich kann nochmal gucken, ob hier nochmal neue Rätsel jetzt überhaupt sind. Na gut, scheint aber nicht so. Dann schauen wir mal, ob Rob sich hier meldet. Man muss halt immer kurz warten. Gehen wir mal hier eins weiter. Meldet sich Rob hier eventuell. Da. Habt ihr gesehen, da war er hier unten. Und zack. Da ist dann eine Hinweismünze. So, das ist halt der Roboterhund, ne, was der macht. Pro Bildschirm, den wir besuchen, gibt er uns halt Hinweise oder tauchen dort auf, wo Hinweismünzen sind. Was sehr nützlich ist, ne? Aber das, ne, was man ist relativ spät, sage ich mal so. Wenn man natürlich alle Rätsel im Spiel verfolgt, kriegt man es verhältnismäßig früh.
Aber so wie wir jetzt relativ spät, wir brauchen jetzt Hinweismünzen eigentlich nicht mehr. Vielleicht für ein oder andere Rätsel schon. Und da hilft uns jetzt der kleine Hund ganz schön cool mit, ne? Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder mit einem Bonuspart, mit dem dritten Bonuspart von Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf. Beim nächsten Mal geht's dann genau hier weiter. Dann werden wir mit dem netten Ramon hier reden. Und mal schauen, welche Rätsel uns noch hier erwarten, ne? Insane Mystère. 101 haben wir schon. Geht also gut voran. Also dann bis zum nächsten Mal. Hier bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Bonus. Tüdelü.